danke für diese Nacht voller Sterne. Bis dann, ich küsse dich. Frau Professor. Morgen, Julius. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Kommen Sie doch bitte mit in mein Büro. Du kommst doch immer zu spät. Ich wollte mich nur schön machen für dich. Ja, für mich. Wohl eher für alle. Immer eifersüchtig. Was war das da eben im Flur? Was wollte die Kleine von dir? Nur eine Studentin, die es im Leben zu etwas bringen will. Sie schreibt ihre Diplomarbeit und überarbeitet dafür deine wissenschaftlichen Artikel. Die Überarbeitung werde ich ihr schon austreiben. Wie heißt sie? Ich lasse sie sofort durchfallen. Jetzt übertreib nicht. Wir haben uns nur ein bisschen unterhalten. Ich habe furchtbare Angst, dich zu verlieren. Ich habe Vorlesung, ich muss los. Ach, und denk an die Recherche über die Farben der pompeianischen Periode. Ja. Wir treffen uns dann bei mir zu Hause. Okay. Wiedersehen. Später. Natürlich. Ich brauche zur Inspiration unbedingt einen Kuss von dir. Tatsächlich? Du willst schon wieder einen? Du kriegst doch sicher eine Menge von der Frau Professor. Deine sind immer noch die besten. Suchst du was Bestimmtes? Die Farben der Kleider, die meinem alten Pompeji trug. Angela braucht das für eine ihrer Vorlesungen. Aber eigentlich interessiert mich dieser historische Kram nicht mehr. Du hast keine Lust mehr. Ich muss endlich einen Weg finden, frei zu sein und nicht abhängig von anderen. Ich entwickle gerade ein Marketingprogramm fürs Internet. Das habe ich dir doch erzählt, oder? Ja, ist eine super Idee. Aber als Programmierer bist du keine Leuchte. Ja. Aber wenn mir eine alte, treue, liebe Freundin ein bisschen unter die Arme greifen würde. Diesmal wirst du mich nicht rumkriegen. Schließlich bin ich nicht Frau Professor. Du bist wirklich die grausamste Frau, die ich kenne. Mit einem Herzen aus Stein. Du kennst überhaupt kein Erbarmen. Vielleicht ändere ich meine Ansicht, wenn du vor mir auf die Knie gehst. Schon irgendwie peinlich. Jeder Frau, die dir über den Weg läuft, starrst du nach.
Ich liebe die Frauen. Sarah, ich liebe sie. Sie sind schön. Und sie verleihen dem Leben Glanz und Farbe und Zartheit. Und ja, ich liebe sie. Und ihre Beine. Die Beine der Frauen sind die schönste Erfindung der Welt. Lange Beine, schlanke Beine, kräftige Beine. Die Beine der Frauen sind bei jedem Schritt das Maß der Welt. Das hat Truffaut gesagt. Dass du immer wieder neue Eroberungen machst, ist da kein Wunder. Tja, mein Bellamy, du bist der perfekte Verführer. Aber es gibt nur zwei Frauen, die ich wirklich liebe. Und zwar dich und meine Mutter. Apropos, ich mache mir Sorgen wegen ihrer Schulden. Ich will hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Ach Unsinn, deine Mutter ist eine tolle Frau. Sie hat immer alles geschafft. Ja, ganz allein. Und deshalb weiß ich auch nicht, wer mein Vater ist. Und ob er von mir weiß, das macht mich noch total verrückt. Wieso zerbrichst du dir darüber den Kopf? Es ging doch gut ohne ihn. Sieh mich mal an. Für meine Eltern war ich eigentlich gar nicht vorhanden. Und wenn ich ehrlich bin, war ich mehr bei euch zu Hause als bei uns. Anna war für mich sowas wie eine zweite Mutter. Und für dich hat sie getan, was sie konnte. Julius, du bist verwöhnt worden. Deine Mutter hat sich völlig aufgeopfert. Sie hat dich angehimmelt. Ja, aber es gibt Dinge, die man nur mit einem Vater besprechen kann. Weißt du, viele Kinder wachsen ohne Väter auf. Du hast eine solche Mutter gar nicht verdient. Komm schnell, es brennt! Sag Anna Bescheid! Wir brauchen Eimer! Holt Mathilda, schnell! Fasst alle mit an! Beeilung! Mathilda! Mathilda! Du musst Anna holen! Aufwachen, es brennt! Kommen Sie schnell! Beeilen Sie sich schnell! Im Weinkeller brennt es! Hol Luigi! Schnell! Ich komme sofort, Mathilda! Luigi! Die Feuerwehr! Die ist schon verständlich! Alle zum Weinkeller! Ich ruf schon den gut, Arzt. Luigi. So schlimm ist es auch wieder nicht. Geh jetzt! Geh! Kümmer dich um die anderen! Ja, ich komm schon klar! Ruf noch mal deine Feuerwehr an! Und hol Wasser! Geh! Guten Morgen. Hallo. Auf dem Gut hat's gebrannt. Das Feuer hat ziemlich großen Schaden angerichtet. Meine Mutter ist verletzt. Fährst du zu ihr? Natürlich. Bitte entschuldige, dass ich dich deswegen geweckt habe. Aber ich muss mich um sie kümmern. Das verstehe ich doch. Danke. Mach's gut. Ich bin unterwegs. Gut, dass der Brand schon gelöscht wurde. Mutter, geht's gut? Ja, ich bin gleich da. Alles, was du kannst, geht nur noch spät. Du musst raus aus dem Keller. Und überprüf, welche Fässer noch in Ordnung sind. Komm schnell! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Tina, hilf Mathilda in der Küche. Ja, mach ich. Giuseppe! Und klopft auch die Balken ab! Mama! Also, Junge, ich verstehe dich nicht. Du hast doch unseren Anruf erhalten. Gott sei Dank hat Sarah nicht so lange gebraucht. Das sieht ja furchtbar aus. Vorsichtig! Sollten wir nicht lieber einen Arzt rufen? Dr. Manfredi ist gleich da. Allerdings brauchen wir Verbandsmull. Was machen wir jetzt bloß? Bei all den Ausgaben, die wir dieses Jahr hatten, hat uns das gerade noch gefehlt. Mama, mach dir darüber keine Sorgen. Hauptsache, du bist nicht schwerer verletzt. Das reicht jetzt. Danke, Sarah.
Luigi, hast du alles unter Kontrolle? Ja, aber im Weinkeller ist noch eine Holzfahrt eingestürzt. Die müssen wir abstürzen. Ich komm gleich. Gut, danke. Danke, das reicht. Ich muss mich jetzt um die Leute kümmern, ja? Mama! Okay? Ja. Mama! Mama, bleib hier! Luigi! Jetzt komm schon! Du musst uns helfen! Luigi, wo bleibst du denn? Antonella! Danke, Sarah, dass du so schnell gekommen bist. Sieh mal, Julius, was ich für dich gekocht habe. Dein Leibgericht. Du bist ein Schatz, Mathilda. Danke. Danke, Mathilda. Immer wenn du solchen Hunger hast, sehe ich dich als kleinen Jungen. Das Öl ist gut, nicht? Wie ich es schaffen soll, weiß ich nicht. Das wird mich sicher ruinieren. Nein, das wird es nicht. Die Ernte ist noch nicht verloren. Gib jetzt nicht auf. Manchmal bin ich's leid, dass ich immer alles alleine machen muss und immer geht irgendetwas schief. Was ist mit meinem Vater? Ich meine, sollte er nicht eigentlich für uns da sein? Ach, den brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist Geld. Ich muss einen weiteren Kredit aufnehmen. Da werde ich nicht drum rumkommen. Und außerdem ist doch immer ein Mann für uns da gewesen. Aha. Wer denn? Luigi, der Bauer? Quatsch. Lorenzo. Ach, der hat sich doch immer nur um seine Stofffabrik gekümmert. Er hat die Firma Maretti zu einem großen Unternehmen aufgebaut. Aber du weißt ja, dass er immer für dich da ist. Du brauchst ihn nur anzurufen. Übrigens, warum fragst du ihn eigentlich nicht wegen eines neuen Jobs? Mama, das ist meine Entscheidung. Okay? Okay, schon gut. Also, es war wirklich lieb, dass du dich um mich gekümmert hast. Das war doch selbstverständlich. Und jetzt ruh dich aus. Ich bitte dich, Julius, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Du änderst dich nie. Weißt du, mein Junge, ich hänge einfach zu sehr an dem Gut. Das darfst du nicht vergessen. Schlüssel. Was wäre ich ohne dich, hä? Mach dir keine Sorgen, war ein verdammt anstrengender Tag, aber das kriegen wir schon hin. Ach, Julius, für mich ist der Tag noch nicht zu Ende. Ich habe noch jede Menge zu tun, wie du weißt. Schließlich wollen unsere Leute am Monatsende auch bezahlt werden. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Julius. Tut mir leid, Dr. DeRoy, aber wir können Ihrer Mutter keinen weiteren Kredit für den landwirtschaftlichen Betrieb einräumen. Frau Dr. Corazio, Sie müssen verstehen, dass Ihre Hilfe für uns sehr wichtig ist. Die Versicherung begleicht zwar den Schaden, aber bis dahin werden vielleicht noch Monate... Das verstehe ich sehr gut, aber... All die Jahre hat meine Mutter Ihnen nie Probleme bereitet. Wenn Sie ihr jetzt unter die Arme greifen, dann retten Sie den Betrieb. Ja, aber durch den Brand ist der Wert des Gutes gesunken. Ein Kredit kann nicht ausreichend abgesichert werden. Ja, das weiß ich. Aber für meine Mutter steht die Existenz auf dem Spiel. Sie muss sonst verkaufen. Eine Lösung gäbe es noch. Sie müssten für Ihre Mutter eine Bürgschaft leisten. Aber was für Sicherheiten könnten Sie mir bieten? Ich habe einen lukrativen Job. In einem guten Unternehmen. Entspricht das Ihren Vorstellungen? Eine Festanstellung?
Darüber ließ sie sich durchaus reden. Maretti? Julius, schön, dass du anrufst. Ich habe schon zu deiner Mutter gesagt, es wird Zeit, dass wir mal miteinander reden. Ich würde mich gerne bei dir bewerben. Gut. Na, ausgezeichnet. Das finde ich toll, dass du dich bei mir bewerben willst. Am besten, du triffst dich mal mit Joya. Sie ist, wie du weißt, meine rechte Hand. Fein, ich habe nichts dagegen. Es ist ohnehin an der Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Sie kümmert sich um das Marketing. Marketing? Das ist genau mein Gebiet. Da habe ich eine tolle Idee. Ich arbeite an einem Softwareprogramm fürs Internet. Das heißt, ich bin fast fertig. Ich habe es ganz allein entwickelt. Klingt interessant. Wie wär's denn mit morgen? Okay, dann bis morgen. Ja, ich freue mich. Bis dann. Ja, ich freue mich auch. Ach, ganz allein entwickelt. Du charmanter Lügner. Wie kannst du sowas sagen? Ich weiß es nicht. Entschuldige, ich brauche den Job. Was soll ich denn machen? Ich muss der Bank innerhalb von 2 Wochen eine Gehaltsbescheinigung für Annas Kredit vorlegen. Und wie geht's dann weiter, vorausgesetzt du bekommst den Job? Zunächst werde ich Mottes Schulden tilgen. Und was dann? Danach werde ich selber viele Schulden machen und mir den Traum von einem eigenen Boot erfüllen. Sarah, woran denkst du? An meine Freundin, die liebend gerne an meiner Stelle hier sitzen würden. Mit dem faszinierenden Bellamy. Möchte wissen, was die an dir so unwiderstehlich finden, Julius. Willst du mich jetzt in eine persönliche Krise stürzen? Eine Krise? Oh nein, sowas kennst du gar nicht. Du strotzt vor Selbstsicherheit. Du willst nur Karriere machen, koste es, was es wolle. Du willst, dass alle Welt dich bewundert als den großen Julius de Roy. Aber das war eine super Show. Ich fand sie einfach klasse. Hallo, Julius. Martha, wie geht's? Geht's dir gut? Du bist noch hübscher geworden. Wollen wir uns nächste Woche mal treffen? Ja, klar. Ruf mich an. Verlass dich drauf. Ja, selbstverständlich. Ich richte es ihm aus. Ja, ganz bestimmt. Mach ich. Auf Wiederhören. Guten Tag. Joya de Vitis, stellvertretende Direktorin des Betriebs. Julius de Roy, freut mich. Eigentlich könnten wir uns doch duzen, oder? Gern. Als Lorenzo mir mitteilte, dass ich einen Termin mit dem Sohn einer lieben alten Freundin von ihm habe, da dachte ich zunächst mal... Nicht schon wieder ein Schützling, ich weiß. Ich habe mir deine Entwürfe angesehen und ich finde sie super. Das sind bloß Entwurfskizzen. Genauso ein prähistorisches Zeug wie diese Stoffmuster da. Also, entschuldige meine Offenheit. Sieh dir mal in Ruhe diese CD-ROM an. Da findest du ein paar Beispiele, was man heute alles machen kann. Also, hier. Das sind ja Stoffmuster unserer letzten Kollektion? Ja, die ich in mein Programm mit eingefügt habe. Nehmen wir mal an, ich wäre ein berühmter Modedesigner, der einen Stoff sucht für seine Kollektion. Wie wäre es mit diesem hier? Pass auf, das Stoffmuster gefällt mir. Nur die Farbkombination entspricht nicht meiner Vorstellung. Also verstärke ich den Gelbton. Dazu ein bisschen Grün. So, und schon habe ich mein exklusives Maretti-Design. Nicht übel. Ich kann natürlich auch die Materialien mit den Mustern kombinieren. Jetzt pass auf. Wenn ich dann meinen Entwurf eingebe, kann ich ihn mir sofort an virtuellen Models ansehen. Durch Berechnungen des Systems weiß ich dann, wie der Stoff im Zuschnitt fällt und was ich noch ändern muss. Das hört sich wirklich sehr gut an. Ich wäre an deiner Mitarbeit und an deiner Software durchaus interessiert. Vorausgesetzt, dass wir uns über den Preis einig werden. Ich bin von meinem Konzept absolut überzeugt. Und daher würde ich auch eher nur ein bescheidenes Gehalt verlangen. Aber ich will eine Gewinnbeteiligung, weil ich auch meine eigenen Ideen mit einbringe.
Du pokerst ziemlich hoch. Ja, immer. Hallo. Hier entlang. Guten Morgen, meine Damen. Ich möchte Ihnen Dr. De Roy vorstellen, der vielleicht schon bald zu uns gehören wird. Hallo. Ich bin Enrica Rosetti. Freut mich. Anna Maria. Julius. Hallo, Anna Maria Muzzi. Sie ist sowas wie unser Computerchef. Ich möchte dir jetzt noch unseren Verwaltungsdirektor vorstellen, Lido Brezzi. Er ist schon seit sehr vielen Jahren bei uns. Hallo. Sie werden doch noch wissen, was wir in einem solchen Fall zu tun haben. Wir können doch nicht 3 Tage lang die Produktion auf Null fahren. Dann engagieren Sie jemanden, der das kann. Das interessiert mich einen Dreck. Ruft die Feuerwehr, den Katastrophenschutz oder sonst wen. Aber macht euch gefälligst wieder an die Arbeit. Ich rufe gegen 8 wieder an. Ja, bis dann. Das war die Fabrik im Prato. Sie haben einen Wasserschaden im Keller. Aber das kriegen wir schon alles wieder hin. Hoffen wir es. Seh an, ist das etwa der Schützling von Lorenzo? Ja, Dr. Julius De Roy. Darf ich vorstellen, unser Verwaltungsdirektor, Lido Brezzi. Freut mich, Sie kennenzulernen. Dann sind Sie also der junge Mann, der sich mit dem Internet so gut auskennt. Also, ich habe von diesem modernen Teufelzeug nicht die geringste Ahnung. Ja. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es leicht für uns wird, auf ein neues System umzusteigen. Warten Sie es einfach ab, Ich werde Ihnen beweisen, dass es geht. Da bin ich aber sehr neugierig. Wiedersehen, Lido. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Gehen wir. Du hast heute im Büro was verpasst. Julius war da. Du hättest Lidos Gesicht sehen sollen, als er ihm sein Programm vorgestellt hat. Er hatte überhaupt keine Ahnung, wovon Julius gesprochen hat. Und was hältst du von Julius? Mich hat er überzeugt. Er ist aufgeschlossen, kompetent und sehr selbstsicher. Wer ist denn sein Vater? Nein, das glaube ich nicht. Der Sohn deines Bruders? Ja? Und Marco weiß das? Nein. Anna wollte es ihm nie sagen. Für Marco war Freiheit damals wichtiger als alles andere. Aber ich freue mich, dass er dir sympathisch ist. Es war mir wichtig, dass du vor mir mit ihm gesprochen hast. Weißt du, ich wäre vielleicht voreingenommen gewesen wegen meiner Freundschaft zu Anna. Ach, fast hätte ich's vergessen. Das Problem in Prato ist vom Tisch. Allerdings hat das Lido ein bisschen was gekostet. Die Wasserpumpe musste wohl erneuert werden. Lass es dir von ihm erklären. Heute Abend siehst du bezaubernd aus. Bezaubernd. Ich bin hundemüde. Der Tag war wieder mal sehr anstrengend. Da ist sie ja. Chantal, mein Schatz. Komm her. Wo hast du nur Gesteck? Ich musste mir noch die Haare waschen. Ada hat mir vor dem Training irgend so ein Zeug gegen das Chlor im Schwimmbad reingeschmiert. Das war schon richtig, denn Chlor ist nicht gut fürs Haar. Und du, Papa, wo hast du gesteckt? Wir haben uns 3 Tage lang nicht gesehen. Ja. Chantal, du weißt, dass Papa viel zu tun hat. Ja, aber er könnte sich doch wenigstens abends zu mir ans Bett setzen und mir gute Nacht sagen. Und genau aus diesem Grund bin ich hier. Komm, dann bringe ich dich jetzt ins Bett und gebe dir noch einen guten Nachtkuss. Sie ist wirklich süß, unsere Tochter. Ja, du hast recht. Das Ebenbild ihres Vaters. Ich muss leider los. Die Krankenschwester geht um 10. Tut mir leid, dass sich Marias Zustand verschlechtert. Trotzdem wünschte ich mir, dass du öfter hier wärst. Dass du auch ab und zu mal bei uns schlafen würdest. Chantal und ich wollen nicht jeden Abend allein einschlafen. Wir wussten, was auf uns zukommt, als wir uns auf diese Beziehung einließen. Ich habe dir klar gesagt, dass ich meine Frau nie verlassen würde. Dass sie schwer krank ist und dass sie mich braucht. Das wusstest du genau. Ja, ja. Ich weiß. Ich gehe jetzt zu Chantal. Wir sehen uns morgen im Büro. Ja, bis morgen. Thank you.
Tag, Julius. Hallo, Luigi. Alles in Ordnung? Viel zu tun, was? Das kann man wohl sagen. Das Leben geht weiter. Ich muss jetzt die Tiere füttern gehen. Tag, Mama. Na, wie läuft's? Was macht dein Arm? Ach, das ist das kleinste Problem. Die Olivenbäume sind erfroren. Und das Feuer hat im Weinkeller einen riesen Schaden angerichtet. Na, sag mal, wie siehst du denn aus? Was? Du sitzt zu viel am Computer, da verdirbst du dir die Augen. Ach, Mama, mach dir keine Sorgen. Weißt du, im Internet liegt die Zukunft. Wir könnten dein Wein und das Olivenöl in der ganzen Welt verkaufen. Außerdem bin ich gekommen, um dich zu beruhigen. Ich werde dir helfen. Das ist sehr lieb von dir, aber wie willst du mir helfen? Ich brauche dringend Geld. Pass auf, ich bin dabei, mir einen Job zu suchen. Nein, frag nicht. Noch ist nichts unter Dach und Fach und ich möchte nichts verraten. Aber wenn das hinhaut, dann kannst du deine Schulden vergessen. Ja, aber du hast doch immer gesagt, dass dir das Angestellten-Dasein ein Graus ist. Dass du deine Freiheit brauchst. Ja, ich muss mich ja nicht ewig binden. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast, als ich noch klein war? Du bist stark, du bist intelligent, weil du in einer Nacht voller Leidenschaft gezeugt worden bist. Komm! Mama! Ja, Angela? Ja, Liebes. Ich kann leider zum Abendessen nicht kommen. Ich werde noch auf dem Gut gebraucht. Ja, natürlich, Angela. Entschuldige, bis morgen. Frau Dr. Corazio, bitte. Julius Delroy. Darf ich Sie heute Abend zum Essen einladen? So gegen 8. Ich freue mich. Bis dann. Julius, wenn Sie mich so ansehen, bekomme ich sofort Schuldgefühle. Ja. Kriegen Sie die ruhig. Es geht um einen Kredit von 100.000 Euro. Schauen Sie mir in die Augen. Ich bin ein Gewinnertyp. Mit mir gehst du überhaupt kein Risiko ein. Sie sind ziemlich unverfroren. Aber nachdem wir uns jetzt duzen, ich werde es mir überlegen. Wenn ich zurückkomme, sage ich's dir. Auf den Tisch legen. Fantastisch. Ich habe die Recherchen präsentiert, die du über die pompeianische Periode angestellt hast. Hallo? Hallo. Das hast du fabelhaft gemacht. Bravo. Mein Kompliment.
Wieso warst du heute nicht in der Akademie? Angela, du weißt, dass ich dich liebe. Dass ich dir dankbar bin für alles. Nein, sprich bitte nicht weiter. Die Einleitung gefällt mir schon nicht. Ich habe mich entschlossen, meinen Job an der Akademie zu beenden. Ich habe einen neuen in Aussicht, bei der Firma Maretti. Als stellvertretender Direktor der Marketingabteilung. Was heißt das? Ich verstehe nicht. Steht es denn schon fest, dass du den Job auch wirklich kriegst? Ja, die Sache ist sicher. Meine Mutter... Oh Gott, das glaube ich einfach nicht. Jetzt schieb's bloß nicht auf deine Mutter, das wäre unfair. Sag mal, wann hast du dir diesen Schachzug überlegt? Also wann? Angela, ich habe nur einen besseren Job gefunden. Du solltest dich eigentlich freuen für mich. Ich kann mich endlich an den Kosten beteiligen. Wir können über die Zukunft nachdenken. Ich verstehe einfach nicht, warum du so reagierst. Verstehst du es wirklich nicht oder tust du nur so? Wenn du jetzt von der Akademie weggehst, sehen wir uns überhaupt nicht mehr. Dein Leben hat sich völlig verändert. Angela. Es ist ganz allein meine Schuld. Du bist zu gut für mich. Dann ist alles vorbei. Was habe ich falsch gemacht? Angela. Ich verlasse die Akademie und nicht dich. Oh nein. Du willst nur weg von mir. Wenn du jetzt gehst, dann ist damit unsere Liebe zu Ende. Du liebst mich gar nicht. Du willst mich besitzen. Es ist wie ein Gefängnis hier. Ich kann nicht mehr atmen. Du willst doch nur frei sein von mir. Ja, ich bin dir zu alt. Okay. Wenn du das denkst. Du hast dir das alles ganz genau überlegt. Du weißt ganz genau, wie sehr ich dich in meiner Nähe brauche. Sag wenigstens die Wahrheit. Sag irgendwas dazu. Wozu soll das gut sein? Ich pack meine Sachen. Vorsicht! Ich habe euch im Visier, auch wenn es nicht danach aussieht. Anna-Maria, du wolltest mich was fragen. Ach, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du einen Kaffee willst. Kaffee? Nein, kein Kaffee. Aber einen Orangensaft vielleicht. Ja, sehr gern. Anna-Maria, warum ziehst du dich eigentlich wie eine Nonne an? Du hast so eine hübsche Figur und du hüllst sie in Säcke. Du solltest einen kurzen Rock tragen mit einem dazu passenden Blazer. Dann könnte man zumindest mal deine schönen Beine sehen. Ehrlich? Ja. Und deine Haare. Was machst du bloß mit deinen Haaren? Du solltest Locken haben. Ganz viele Locken in einem Kupferton. Wieso trägst du die Haare so? Weißt du denn nicht, dass Locken ein Geschenk Gottes sind? Wiedersehen. Siehst du, hier haben wir die Muster. Und die vergleichen wir jetzt mit den Stoffen, die wir schon eingegeben haben. Jetzt noch die entsprechenden Farbkombinationen. Los, ich mach das schon. Dazu kommt noch das. Siehst du hier? Also, wie wäre es mit diesem hier?
Julius, du kannst es nicht lassen. Die Überraschung ist dir gelungen. Ich habe gerade mit Lorenzo gesprochen. Anscheinend sind alle ganz begeistert von dir. Als Kinder haben Lorenzo, sein Bruder Marco und ich immer Wetten abgeschlossen, wer es im Leben wohl am weitesten bringt. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass ich die Gewinnerin bin, weil ich dich in die Welt gesetzt habe. Mama, ich bin nicht so großartig, wie du denkst. Ich habe auch meine Fehler. Überleg mal, was ich Angela angetan habe. Du wirst deine Gründe dafür haben. Außerdem, die Schuld liegt nie nur bei einer Seite. Die Unabhängigkeit ist ein unbezahlbares Gut. Das stimmt. Was ist los? Ich hätte nie gedacht, dass mir die Bank noch einen weiteren Kredit gewährt. Aber andererseits frage ich mich, wie ich das alles zurückzahlen soll. Wenn jetzt noch irgendwas schief geht, dann ist es mein Ruin. Jetzt sieh nicht alles so schwarz. Ich werde dir helfen. Ich verdiene ja jetzt gut. Weißt du, Joya ist eine fantastische Frau. Ich finde es wahnsinnig gut, mit ihr zu arbeiten. Es regnet. Komm. Bravo. Mein Kompliment. Die Entwürfe sind euch fabelhaft gelungen. Eine Strickwarenkollektion für junge Leute. Schlicht, farbenfroh und extravagant. Das Farbkonzept gefällt mir. Eine optimale Diplomarbeit. Haben Sie eigentlich schon mal darüber nachgedacht, mehr daraus zu machen? Das wäre durchaus ein Projekt mit Zukunft. Vielleicht können Sie irgendwo Startkapital auftreiben und Ihre Kollektion herausbringen. Vielleicht. Wenn Sie uns helfen? Natürlich. Ich glaube an Sie beide. Und ich bin gern bereit, Sie zu unterstützen. Ich danke Ihnen. Wir werden Sie keinesfalls enttäuschen. Danke, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen, Sarah. Danke. Wiedersehen, Alessandro. Unser erstes Halbjahr war nicht sehr erfolgreich. Was gibt es sonst noch, außer dem Schaden in Prato? Ich habe die Versicherung verständigt. Sie ist bereit, den Schaden zu begleichen. Ach, eins noch. Unser neues Computergenie, wie heißt er gleich? Julius de Roy. Was macht er? Er arbeitet an unserem Internetauftritt. Nein, was soll das denn? Das führt doch zu nichts. Alles deutet darauf hin, dass das Internet keine Umsatzsteigerungen bringt. Das ist erwiesen. Sie sind da drin. Entschuldigt die Störung, aber... Schon gut. Was gibt's denn, Julius? Naja, ich versuche seit einer Ewigkeit, euch zu sprechen. Wärst du doch zu Brezi gegangen. Er hat unser hundertprozentiges Vertrauen. Tja, das wollte ich ja auch, aber der Herr war leider ständig verhindert. Auf jeden Fall haben wir seit 3 Wochen ein Problem mit der internen Computervernetzung. Die Geräte sind zu alt. Wenn wir ein anständiges Computersystem fürs Internet haben wollen, brauchen wir neue Geräte. Ich habe hier eine Liste gemacht mit den notwendigen Dingen. Hardware, Software und dergleichen. Vielleicht schauen Sie sich das einfach mal durch. Ach ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unglaublich, seit du bei Maretti arbeitest, kriegt man dich kaum noch zu fassen. Ich habe viel zu tun. Und wie geht es dir? Was macht deine Diplomarbeit? Wir sind schon ganz schön weit. Mit Alessandro zu arbeiten macht Spaß. Und Angela hilft uns ja dabei. Du wirst sehen, die Prüfung mit der Modenschau am Jahresende wird ganz toll. Ich bin froh, dass du dich mit Angela so gut verstehst.
In ihr hast du bestimmt eine gute Verbündete gefunden. Besonders gegen mich. Hm? Es ist alles andere als leicht. Der Verwaltungsdirektor hasst mich. Joya und Lorenzo sind kaum zu sprechen. Also wenn ich Anna-Maria nicht hätte... Wie ist denn diese Anna-Maria? Eine kleine graue Maus. Sehr intelligent und fleißig. Ein kleines Computertalent. Aber erzähl mir von deinen Plänen. Ich und Alessandro Newti? Das Genie. Du redest dummes Zeug. Ich habe doch zusammen mit Alessandro diese Strickkollektion entworfen und Angela meint, dass wir sie rausbringen sollten. Vielleicht können wir eine kleine Strickerei aufziehen. Sarah, jetzt komm mir doch nicht wieder mit diesem Handwerk hat goldenen Bodenquatsch. Denk an was Großes. Heutzutage verdienst du kein Geld mit so einem kleinen Handwerksbetrieb. Jetzt sag mal, was ist mit dir los? Wieso bist du so ungehalten und was stimmt doch da nicht? Ich will endlich richtig viel Geld verdienen. Dir schon irgendwie gelingen, das weiß ich. Wenn du dir was in den Kopf setzt, lässt du nicht locker, bis du erreicht hast, was du willst. Ich bete dich an, weißt du? Sie arbeiten noch? Sie ja auch, wie ich sehe, Frau Muzzi. Was machen Sie denn da? Ich beschäftige mich noch mit dem neuen Projekt von Dr. DeRoy. Ich hoffe doch, dass Sie keine Überstunden geltend machen. Nein, natürlich nicht. Ich tue das nur Julius zuliebe, keine Sorge. Ah, Julius, na wie schön. So etwas hat uns gerade noch gefehlt. Eine heimliche Liebschaft im Büro. Sie sind nur eine kleine Angestellte. Wenn ich wollte, könnte ich Sie entlassen, und zwar auf der Stelle. Und jetzt machen Sie diesen verdammten Kasten aus und gehen Sie sofort. Ich glaube, Sie machen einen Fehler. Das war ein schöner Abend. Ist eigentlich immer ein schöner Abend mit dir. Schlaf gut. Gute Nacht, der neue Stern am Designerhimmel.
Julius! 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 Komm her! Anna Maria, was machst du denn da oben? Julius! Was ist passiert? Gestern, nach Feierabend, habe ich noch an unserem Projekt gearbeitet und da ist Brezi gekommen und hat mich weggeschickt. Mach dir deswegen keine Sorgen. Als ich heute Morgen ins Büro kam, schaltete ich den Computer ein. Aber da war nichts mehr. Unsere ganze Arbeit, die ganze Datei gelöscht. Und rate mal von wem. Brezi, dieser Scheißkerl. Du kannst dir nicht vorstellen, was der mir alles Schreckliches an den Kopf geworfen hat. Ich habe Angst vor ihm. Er kann so gemein sein. Er hat mir mit Kündigung gedroht. Wir müssen was gegen ihn tun. Aber ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Zu ihm habe ich volles Vertrauen. Na bitte, das hört sich gut an. Und das Wichtigste, alle Informationen gerettet. Ich habe eine Kopie erstellt. Ich habe sie auf Diskette. Ich bin Brezi schon lange auf der Spur. Deshalb versucht er auch, mich rauszumobben. Vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass da was faul ist in unserer Fabrik in Prato. Als ich hier angefangen habe, musste die Wasserpumpe ersetzt werden. Irgendwas an der hydraulischen Anlage war kaputt. 100.000 hat das gekostet. Aber das stimmt nicht. Die Anlage war neu, ja. Sie ist erst vor knapp einem Jahr ausgetauscht worden. Wir haben noch Garantie drauf. Einen Moment. Ich habe hier den Jahresüberblick der Verwaltung mit den Unkosten, die im Laufe der Jahre angefallen sind. Eine Liste der Reparaturarbeiten, die in Absprache mit Brezi in Auftrag gegeben wurden. Na, was sagen Sie? Wartungsservice Severi. Neulich habe ich mir diese Unterlagen besorgt. Sagen Ihnen diese Namen hier was? Nein. Na, das sind die Schwester von Brezi und deren Mann. Ich habe das in letzter Zeit aus Interesse mal überschlagen. Und siehe da, Brezi hat 2 Millionen Euro zur Seite geschafft. Wie finden Sie das? Hm? Nun, man könnte sich die Frage stellen, warum er sich noch nicht ins Privatleben zurückgezogen hat. Sagen Sie, was machen Sie hier? Die Buchhaltung zu überprüfen, steht Ihnen wirklich nicht zu. Und Sie, Abundo, Sie haben hier gar nichts mehr zu suchen. Dr. Duroy hatte ein paar komplizierte Fragen zum Finanzplan für die EDV. Und da ich in dieser Abteilung früher mal tätig war, habe ich mich bereit erklärt, ihm dabei behilflich zu sein. Sie sind entlassen. Und wenn schon, Julius, wir sehen uns morgen. Gute Nacht, Brezi. Sie riskieren viel. Ich konnte Sie von Anfang an nicht leiden. Schon damals, als Sie mir vorgestellt wurden. Brezi. Sie sind ein Lügner. Und ein Betrüger. In den letzten Jahren haben Sie mindestens 2 Millionen auf die Seite geschafft. Und es wäre mehr, wenn Ihr Schwager nicht auch noch eine Menge abgezweigt hätte. Das sind haltlose Spekulationen. Nein, das sind Fakten und ich habe Beweise. Aber Sie haben Glück gehabt. Ich bin nämlich in einer etwas schwierigen Situation. Ich brauche Geld. Zwar nicht besonders viel. Aber ich brauche 100.000. Sofort. Ich habe doch gewusst, dass Sie ein intelligenter Junge sind. Wo 3 satt werden, reicht es mit Sicherheit auch noch für einen 4. Wenn wir uns zusammentun, schlagen wir jährlich mindestens 1 Million Euro raus. Ein gutes Geschäft, Brezi. Aber haben Sie wirklich gedacht, dass ich mich von Ihnen kaufen lasse? Sie müssten doch eigentlich wissen, dass ich Lorenzo eine Menge zu verdanken habe. Wie dumm von Ihnen. Jetzt kann Brezi seinen Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Haben Sie denn nicht überall herum erzählt, dass ich hier nur gnadenhalber arbeite? Du mieses Schwein. Du hast keinerlei Beweise. Du kannst mir nichts anhängen. Nichts! Lido, komm mit. Wir sollten uns mal unterhalten über deinen Rücktritt und wie du das zurückzahlen willst. Julius, was hat er mit dir gemacht? Komm hoch. Hat er dir wehgetan? Mir ist nur etwas schwindelig. Bringen Sie mir bitte die Rechnung, ja? Gern. Ja.
Dr. Delroy wird Ihnen heute unseren neuen Internetauftritt präsentieren. Aber vorher möchte ich Sie noch gern über eine personelle Veränderung informieren. Vor kurzem hat uns unser Verwaltungsdirektor verlassen. Ich habe Dr. Delroy diesen Posten angeboten, der aber abgelehnt hat, da ihn seine Aufgaben als stellvertretender Leiter des Marketings zu sehr beanspruchen. Und das verstehe ich gut. Daher habe ich mich entschlossen, dass unser langjähriger Mitarbeiter Herr Abundo das Steuer in der Buchhaltung übernimmt. Dr. Delroy erhält für sein Engagement, außer der Gewinnbeteiligung, die ihm vertraglich zusteht, noch eine Gehaltsaufbesserung. Wir sind der Meinung, dass er sich diese auch aufrichtig verdient hat. Danke. Also, meine Damen und Herren, wie Sie hier sehen können, hat der Kunde die Möglichkeit, unsere Stoffe nach seinem Belieben zu gestalten. Ich habe diesen interaktiven Online-Katalog entwickelt, damit wir unseren Kundenkreis weltweit ausdehnen können. Wir werden den besten Modehäusern und den besten Designern dieser Welt diese Software zukommen lassen. Damit kann sich jeder auf unsere Website einloggen und seine Bestellung individuell in Auftrag geben. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit gern bei jemandem bedanken, der mich so toll unterstützt hat. Gioia De Vitis. Ich gratuliere. Danke. Sehr schön. Das haben Sie sehr gut gemacht. Danke. Alle Achtung. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Schon gut. Hat mir gut gefallen. Danke. Lorenzo. Ich habe mich bei dir noch gar nicht bedankt für die Chance, die du mir gegeben hast. Sei nicht so bescheiden. Du hättest das auch ohne mich geschafft. Aber da ist noch eine Sache, die ich von dir erwarte. Du bist seit deiner Kindheit mit meiner Mutter befreundet. Ich habe damals im Ausland studiert, als das geschehen ist. Lass die Sache doch ruhen. Das liegt Jahrzehnte zurück. Anna hat mir nie sagen wollen, wer dein Vater ist. Also, hör zu, ich möchte diesen Erfolg in meinem Leben gerne etwas feiern und, wenn es geht, morgen frei nehmen. Wohin willst du? Das weiß ich noch nicht. Ich werde einen Sprung ins Meer fahren. Ich brauche frische Luft. Dann haben wir wohl alles besprochen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Ein schönes Boot. Gehört es Ihnen? Vorerst träume ich nur davon. Heutzutage kann sowas schnell Wirklichkeit werden. Ein junger Mann wie Sie braucht nur die richtige Idee zu haben und schon ist er über Nacht Millionär. Ich nehme das als gutes Omen. Ja, tun Sie das. Das Essen war wirklich eine sehr gute Idee. Danke. Bellamy hat solche Einladungen gern. Ach, übrigens, wie geht es deiner Mutter? Da die Weinernte gut war, ist alles wieder in Ordnung. Ach, Sarah, wollen wir uns ans Fenster setzen? Ja, sehr gern. Ihr kennt euch wohl schon länger, oder? Ja, wir sind seit unserer Kindheit befreundet. Aber denk jetzt bloß nicht, wir zwei wären... Ich bitte dich. Nein, ich habe wirklich nicht indiskret sein wollen. Das weiß ich schon gut. Julius liebt die Frau, nur die Leidenschaft ist selten von Dauer. Nach einer gewissen Zeit langweilt er sich und sieht sich nach einer neuen um. Sieh ihn dir nur mal an. Bellamy erobert das Herz deiner Tochter. Hat dir der Mandelkuchen geschmeckt? Oh ja, sehr. Der war wirklich ganz, ganz toll. Weißt du, Mandelkuchen esse ich am liebsten. Ja, dann wird er ab jetzt auch mein Lieblingskuchen sein. Sarah nennt dich immer Bellamy. Was bedeutet das? Das sagt sie nur so zum Spaß. Es bedeutet, schöner Freund. Gefällt mir gut. Ich nenne dich von nun an auch so. Okay. Ja, vielleicht hast du recht. So habe ich sie noch nie gesehen.
Unsere bezaubernde Chantal hat mir gerade anvertraut, dass sie eine berühmte Schwimmerin werden will. Ich bin als Junge auch viel geschwommen, aber immer Brust. Chantal ist immer Freistil geschwommen. Sie trainiert seit fast 3 Jahren und sie ist die Beste in ihrem Kurs. Da siehst du, Bellamy. Na, was habe ich gesagt? Wenn du willst, kannst du mich ja mal beim Training besuchen. Ich würde meinen Freundinnen gern meinen großen Freund Bellamy vorstellen. Ja, gern. Ich bin schon sehr gespannt, wie du schwimmst. Und vielleicht kann ich dir ja noch den einen oder anderen Tipp geben. Augenblick. Danke. Sie ist ein nettes Mädchen. Ja, und natürlich bereits hoffnungslos in dich verliebt. Ach, das bildest du dir ein. Ach ja, meinst du? Mhm. Es ist kühl. Willst du ein Glas Wein? Ja. Ich mache uns Feuer. Du kennst dich sicher mit dem Kamin aus. Na klar. Wärmer werden. Danke. Das war ein schöner Abend. Ja, du hast recht. Sind sehr sympathisch, die zwei. Nichts. Ich freue mich natürlich sehr für dich. Du hast jetzt Erfolg. Und wenn ich ganz ehrlich bin, beneide ich dich sogar. Warum denn? Was du dir vornimmst, verwirklichst du auch im Gegensatz zu mir. Ich komme nicht richtig voran. Ach was. Das ist doch Blödsinn. Was ist mit deinem Plan für die Strickerei? Ja, der Plan ist gut. Aber Alessandro und ich haben kein Geld. Wir werden jede Menge Schulden machen müssen. Und brauchen einen Finanzier. Ich bin nicht so wie du. Eher ängstlich, würde ich sagen. Sarah, dabei bist du für mich. Der Fels in der Brandung. Du brauchst vor nichts Angst zu haben, solange ich bei dir bin. Sarah, wir machen alles kaputt. Nein, es ist nicht wahr. Wir machen es doch beide schon seit langem. Es ist alles gut so. Und danach sind wir wieder Freunde, so wie immer. Morgen früh ist alles so wie immer. Oh.
siehst du. Dann war das also doch der Geruch von Kaffee. Guten Morgen, Bellamy. Wie Sie sehen, Gnädigste, steht das Frühstück bereits auf dem Tisch. Sogar frisches Brot. Dich könnte man wirklich heiraten. Du musst nicht gleich Angst haben. Sollte nur ein Scherz sein. Wie ich sehe, bist du schon fix und fertig angezogen. Ja, ich muss ins Büro. Ich habe eine Besprechung. Ja, sicher. Ich muss mich auch beeilen. Geh nur. Ich rufe dich an. Das hier ist Hedra. Eines der Topmodels unserer Zeit. Sie ist noch immer auf fast jeder Titelseite zu sehen. Hat sie nicht inzwischen eine eigene Kollektion rausgebracht? Ja, und stellt euch vor, sie war die erste Besucherin auf unserer noch unfertigen Webpage. Und sie hat uns eine E-Mail geschickt. Eine Nachricht aus München. Dass ihr unsere Webpage gefällt? Nein, sie macht uns ein Angebot. Sie möchte sich in der Branche als Designerin etablieren. Und hat sich als Partnerin angeboten. Für unseren Online-Katalog. Eine fantastische Idee von ihr. Finde ich auch. So ein Angebot sollten wir nicht ablehnen. Das wäre kostenlose PR für uns. Stimmt. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, dann möchte ich sofort versuchen, sie zu erreichen. Ja, tu das. Kompliment. Ich muss sagen, das Internetprojekt läuft gut. Danke. Bis dann. Ach, Joya. Ich werde heute etwas früher gehen. Ich habe eine sehr wichtige Verabredung. Lass mich raten, sicher mit einer Frau. Du hast mich durchschaut? Ja, mit einer ganz besonderen Frau. Okay, also ich muss los. Mach's gut. Chantal! Hey! Hallo! Meine große Liebe, komm her! Bravo, du warst super! So super fand ich's. Na, was sagst du? Oh, sind die etwa für mich? Ja. Gratuliere. Wie schade, dass es jetzt nur ein Trostpreis ist. Ach komm, du hattest nur einen schlechten Start. Sonst hätte die... Sie heißt Bianca. Weißt du, dass sie Schuhgröße 38 hat? Ich werde diese blöde Ziege nie besiegen können. Sie will mich rausboxen, damit sie allein zu den Jugendspielen kann. Ach, du bist um Klassen besser. Du wirst sie nochmal schlagen, du wirst sehen, ja? Okay. Hast du Mama gesehen? Hm, da ist sie schon. Bravo. Hallo. Deshalb hattest du es vorhin so eilig. Dann ist sie wohl die geheimnisvolle Frau, mit der du verabredet warst. Ich wollte sie überraschen. Chantal, was hast du? Mama! Chantal, leg den Kopf zurück. Komm, mein Schatz, schön zurücklegen. Mama! Schön nach hinten. Ist halb so schlimm, das hört gleich wieder auf. Du brauchst keine Angst zu haben. Du weißt doch, das kommt bei dir öfter vor. Ist nicht weiter tragisch. Gut so. Ist wahrscheinlich die Aufregung. Ja, wahrscheinlich. Das kann schon mal passieren. Gerade bei einer jungen Sportlerin. Da war er wahrscheinlich ganz schön beschwipst vom vielen Wein. Wirklich? Ja, Luigi. Ausgerechnet ihm, von dem man das am wenigsten erwartet hätte. Das Mädchen forderte ihn zum Tanz auf und er stand auf und stolperte über seine Beine. Das hättest du sehen sollen. Und alle anderen sahen zu. Oh, oh. Dein Sohn belauscht uns. Was willst du denn? Nichts. Ich schaue euch nur an. Wisst ihr eigentlich, wie schön ihr seid, ihr zwei? Hm.
Ich habe mir gerade gedacht, was für ein Glückspilz ich bin. Ich habe beruflich Erfolg, ich habe eine neue Wohnung gefunden und ich bin endlich soweit. Na, großartig, das ist eine gute Nachricht, wirklich. Aber wisst ihr, was das Wichtigste ist? Na? Ich habe euch beide. Ihr seid meine Familie. Nein, nein, ich gehöre nicht zu deiner Familie. Wir sind nicht verwandt. Ich bin nur eine gute alte Freundin aus deiner Kindheit. Sonst nichts, mein lieber Bellamy. Die Wände lasse ich gerade streichen. Hier kommt die Küche rein. Und das hier wird das Gästezimmer. Und hier mein Schlafzimmer. Daneben ist das Bad. Das ist noch schön alt. Das will ich auch so lassen. Das da vorne wird mein Atelier. Und das hier, das ist das Wohnzimmer. Und? Was sagst du dazu? Hä? Eine wunderschöne Wohnung. Doch. Wie hast du sie gefunden? Adriane war mir behilflich. Sie ist die Direktorin der Bank meiner Mutter. Oh, ich verstehe. Sie ist wohl eine neue Eroberung. Nein, nein, nein. Ich habe mit ihr über Mutters Kredit verhandelt. Dann ist ja alles geregelt und deine Mutter ist ihre Probleme los. Alles unter Kontrolle. Ein bisschen Angst hat sie schon. Naja, wegen der Ratenrückzahlungen. Aber ich werde sie nicht im Stich lassen, falls sie mal in Schwierigkeiten kommen sollte. Tja, jetzt werde ich mich um diese Wohnung kümmern und dann... Und dann kümmere ich mich um das Boot. Ich habe ein wundervolles Boot entdeckt. Zur Ruhe kommst du nie, was? Du hast eben erst eine Durststrecke hinter dir und musstest Geld für deine Mutter auftreiben. Und schon überlegst du, wie du Geld ausgeben kannst, das du noch gar nicht hast. Meine kluge Sarah, was du noch nicht weißt, ist, dass ich eine Mehrfachbeteiligung an unserem Online-Katalog habe. Wenn alles gut läuft, dann bezahle ich das Boot mit Links. Und wenn alles so weitergeht, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich nächstes Jahr ganz allein mit meinem Boot um die Welt segeln. Ganz allein, ja? Wenn du das willst, dann tu es. Sarah, du weißt, wie sehr ich dich liebe. Ich habe noch nie für eine Frau so viel empfunden wie für dich. Aber ich glaube nicht, dass ich der richtige Mann für dich bin, der dich glücklich machen kann. Ich habe einen weiten Weg vor mir. Was redest du für einen Unsinn? Wie kommst du darauf, dass im 21. Jahrhundert zwei Menschen, die vielleicht irgendwann mal miteinander ins Bett gegangen sind, auch verpflichtet sind zu heiraten und eine Ehe zu führen? Du bist mein Freund, also bleib das auch und nerv nicht. Du bist mir außerdem zu alt mit deinen 30. Denn ich bin erst 24. Du kannst mich ja irgendwann zu einem Turn auf dein Schiff einladen. Julius hat sie alle für sich gewonnen. Und diese Geschichte mit Hedra, also ich finde das fantastisch. Ich bin überzeugt, das wird ein Riesenerfolg. So begeistert bist du lange nicht gewesen. Julius hat dich erobert, so wie es aussieht. Mehr als das. Wir arbeiten täglich zusammen, Seite an Seite. Ich spüre, dass wir erfolgreich sind. Immer hat er neue, gute Ideen. Und ich fand es auch sehr nett von ihm, dass er zu Chantals Wettkampf gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll über deine gute Laune oder mir Sorgen machen soll. Es ist wohl besser, wenn du jetzt gehst. Es ist schon sehr spät. Es ist das erste Mal heute, dass du mir nicht zum Ausklang des Abends die übliche Szene machst. Was dir auch nicht zu passen scheint. Vielleicht bin ich es nur leid, mir das Leben schwer zu machen für etwas, das ich sowieso nicht kriege. Es wird sich alles wieder einrenken. Im Leben gibt es immer mal gute und weniger gute Zeiten. Und im Augenblick bin ich zufrieden, so wie es läuft. Mach's gut. Bis bald.
Die hat eine sehr schöne Farbe. Mhm. Und? Mhm. Wie schmeckt er euch? Na nun sagt schon, spannt mich nicht auf die Folter. Er ist hervorragend. Ich habe noch nie einen so guten Wein getrunken. Luigi, komm. Trink auch ein Glas Wein. Der Wein ist gut. Danke. Ach, darf ich den Jungen für einen Moment entführen? Wissen Sie, Mathilda würde ihm gern Eingemachtes und einige Gläser Marmelade mitgeben. Ja. Das muss dann immer sofort sein. Du bist so blass. Ist irgendwas? Nein, ich bin nur müde, weiter nichts. Was heißt hier müde? Dich quält doch irgendwas. Also, keine Geheimnisse. Sag es mir. Es ist nichts. In 3 Tagen ist die Abschlussprüfung an der Kunstakademie. Und ich bin... Ach, ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll. Es ist eigentlich nur dumm und banal. Hm. Ich habe schon immer gewusst, dass du ihn liebst. Vergiss ihn. Er schlägt nach seinem Vater und denkt nicht daran, sich zu binden. Julius ist einer, der nur an seine Freiheit denkt. So eine hübsche, junge Frau wie du kriegt doch immer einen Mann. Ich fürchte, es ist jetzt zu spät für einen Rückzieher. Bist du schwanger? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Mama! Lass uns auf diesen wunderbaren Jahrgang anstoßen. Wir werden diesen Wein international vermarkten und damit richtig viel Geld verdienen. Und ihr wisst ja, Geld regiert die Welt. Das ist nun mal so. Da haben Sie recht. Zum Wohl. Und das soll ein CD-Cover sein? Wonach sieht das aus? Hä? Sagt's mir. Es ist leer, banal. Es ist nichts. Es ist furchtbar, grauenhaft. Ich will etwas fürs Auge. Verstanden? Also ran an die Arbeit. Lasst euch was einfallen. Anna-Maria? Hat Hedra die Entwürfe schon gesehen? Ja, ich habe sie ihr gefaxt. Ich versuche sie seit einer halben Stunde telefonisch zu erreichen. Was sagst du dazu? Spielt das eine Rolle? Ja, deine Meinung interessiert mich. Endlich lachst du mal wieder. Hör zu, ich weiß, dass du sauer auf mich bist, weil ich die ganzen Lorbeeren für dieses Projekt eingeheimst habe, das wir zusammen entwickelt haben. Um ehrlich zu sein, ohne deine technische Hilfe wäre ich ganz schön aufgeschmissen gewesen. Aber dafür übernehme ich auch die volle Verantwortung, wenn die Sache hier ein Fiasko wird. Also, willst du es trotzdem mit mir versuchen? Na schön. Dann mache ich dich jetzt zu meiner persönlichen Assistentin. Einverstanden? Also hänge ich an die Kreativen. Nerve sie. So lange, bis sie mir was Anständiges liefern. Okay? Und ich kümmere mich um Hedra. Ich kann nur hoffen, dass sie keine Zicken macht. Hallo? Sarah. Hör zu, ich habe im Augenblick gar keine Zeit. Ich habe es momentan wirklich nicht einfach. Ich habe den Abschluss mit den Models noch nicht auf der Reihe. Also muss ich jetzt nach München fliegen, um sie rumzukriegen. Übertreibst du nicht etwas? Übertreiben? Ich habe eine Anzahlung auf mein Boot geleistet und womöglich verfällt die jetzt noch. Ganz zu schweigen von meiner Wohnung, in der immer noch keine Möbel stehen. Entschuldige, Sarah. Ich hatte ganz vergessen, du wolltest mir was Wichtiges sagen? Ach, hat sich im Grunde schon erledigt. Lass uns einfach plaudern. Du siehst ein bisschen fertig aus. Ist alles in Ordnung? Ich bin nur deprimiert. Ich bin mit einer Freundin heute beim Arzt gewesen. Ist sie krank? Nicht direkt. Sie ist in der 5. Woche schwanger. Das ist doch toll. Wer ist sie? Kenne ich sie? Nein, sicher nicht. Weiß sie denn, wer der Vater ist? Was ist das für eine Frage? Natürlich weiß sie es.
Und die dumme Gans ist in ihn verliebt. Aber leider weiß sie nicht, wie er darauf reagiert. Er ist nicht der Typ, der sich gern bindet. Oh Gott. Ich möchte nicht in seine Haut stecken, der arme Kerl. Wieso das? Naja, ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich glaube, ich wäre nicht fähig, mich damit abzufinden, dass ich ein Kind von einer Frau kriege, die ich nicht mehr liebe. Ich meine, von einer, mit der ich vielleicht nur einmal geschlafen habe. Ich gehe jetzt. Entschuldige bitte, dass ich dir ein wenig deiner kostbaren Zeit gestohlen habe. Es wird nicht nochmal vorkommen. Sarah! Was ist mit dir? Was hast du, Sarah? Oh mein Gott! Ruf deinen Arzt! Was ist mit dir? Sein Arzt? Sarah? Ja, ja.